Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Etage 2 Vernetzte Welt. Unser Thema heute: Navigation. Also, wie finde ich was im Internet und wer hilft mir dabei? Eine Aufgabe, die immer wichtiger wird, denn das World Wide Web wächst täglich um mehrere Millionen Seiten. Um sich in diesem Informationsdschungel zurechtzufinden, gibt es Navigationshilfen, die allseits beliebten Suchmaschinen. Ihr Prinzip ist einfach: Sie geben einen Begriff ein und der virtuelle Spürhund grast das Netz nach den passenden Seiten ab. Aber ist das Resultat immer so zufriedenstellend? Nie das gefunden, was ich eigentlich suche. Mir ist zum Beispiel passiert, dass ich nach einer Wohnung gesucht habe, bis ich überhaupt die Seite der Berliner Morgenpost gefunden hatte. Hat das 2 Stunden gebraucht, weil... Ich habe eine MBA-Weiterbildung gesucht, ein Fernstudium, und habe was gefunden und habe angefangen. Man kriegt zu viel Schrott angezeigt, zu viel unnötigen Kram. Die Zeit, das tatsächlich Wichtige vom Unnötigen zu trennen, ist eigentlich zu lang. Man sollte auf jeden Fall präzise Begriffe eingeben, Verknüpfungen angeben. Verschiedene Wörter, die man auf einmal haben möchte, sollte man auch alle eingeben. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man dafür. Aber dann findet man eigentlich auch, was man braucht. Das Internet besteht schätzungsweise aus fast 2 Milliarden Seiten und es wächst rasant weiter. Rund 3000 Suchmaschinen versuchen, der Datenfülle Herr zu werden, doch selbst die Besten erfassen nur einen Bruchteil der Information. Gleichzeitig wird die Recherchehilfe zum Wirtschaftsfaktor, denn immer mehr Menschen benutzen die Suchmaschinen, um sich im Netz zurechtzufinden. Marktführer Yahoo beispielsweise verzeichnet weltweit 90 Millionen Anfragen und das jeden Tag. So etablieren sich neben den allgemeinen Suchhilfen immer mehr die Thematik. Informationsfinder, die bei Autokauf oder Jobvermittlung helfen. Beispiel hierfür ist das Berliner Unternehmen Texas.de. Den Termindschungel im Internet zu sortieren, das ist die Aufgabe der Weddinger Firma. Seit einem Jahr durchforsten 25 Mitarbeiter das globale Netz nach Veranstaltungen. Entspannt wird beim Tischfußball. Eine virtuelle Programmzeitschrift mit allen Internet-Events will man sein, sortiert nach Datum und Rubrik, von der Websoap bis zur Versteigerung, von Unterhaltung bis Wetter. Hinter der Idee stehen 5 junge Köpfe. Einer davon ist Geschäftsführer Björn Trautwein, Ex-Zeitungsredakteur und gerade mal 28 Jahre alt. Herr Trautwein, wie kommt man denn auf die Idee, eine Programmzeitschrift fürs Internet zu machen? Relativ einfach. Man guckt sich die TV-Programmzeitschriften an in Deutschland. Davon gibt es, glaube ich, weiß nicht, 100, 200 Stück. Und macht das fürs Internet. Es gibt bei Texas.de nur Events, Veranstaltungen, die live im Netz oder im Netz stattfinden. Das heißt Web-TV, Web-Radio, Auktionen, prominenten Chats. Wohin geht denn der Trend bei den Events im Internet? Web-TV ist sicher ein ganz heißer Trend im Moment. Es gibt jetzt fast jede Sportveranstaltung wird mittlerweile übertragen. Das ist von den Highlights wie die Vier-Schanzentournee bis zum Unterwasser-Rugby, was wir letztens mit übertragen haben. Gibt's ja alles. Also Web-TV wird sicher der Hype des nächsten Jahres sein. Jemand, der zum ersten Mal auf Texas.de landet, der sich da informieren will, wie würden Sie ihm raten, vorzugehen? Einfach nach Interessengebiet suchen oder direkt auf Jetzt Live, um eine Liste zu bekommen, was jetzt live im Netz stattfindet. Das heißt, welche Shows stattfinden, welche Sendungen, mit wem ich im Moment chatten kann oder über welches Thema. Kombiniere Totalschaden. Schon Weiland Sherlock Holmes wusste, suchen alleine reicht nicht, man muss auch kombinieren können. Nach diesem Prinzip funktionieren die intelligenten Suchmaschinen der zweiten Generation. Sie spucken nicht einfach Zehntausende von Treffern aus, sondern prüfen die Seiten auf ihre thematische Bedeutung und erstellen eine Rangliste. Mehr über die virtuellen Meisterdetektive nun in unseren Empfehlungen. Unser Favorit bei den Suchmaschinen: Google.de. 70% aller Seiten erfasst der intelligente Informationsfinder und er erstellt eine Rangliste mit den meisten Links zum Thema. Sehr gute Trefferquote. Unter den ersten 10 ist immer was dabei. Metacrawler.de, die Meta-Suchmaschine. Unterteilt nach Kategorien durchkämmt sie gleichzeitig mehrere Navigationshilfen. Dauert etwas länger, dafür unschlagbar bei fachspezifischen Recherchen. Suchmaschinenverstehen.de, das 1x1 fürs richtige Finden im World Wide Web. Die Seite erklärt den Unterschied zwischen Katalog und Suchmaschine, klärt über die häufigsten Fehler bei der Anfrage auf und gibt praktische Buchtipps. Unsere Empfehlung für den Einsteiger. Die Suche im Netz ist oft wie Navigation im Lotsentower, ein Stressjob. Trotz ausgeklügelter Suchmaschinen findet man auf die Schnelle selten das, was man sucht. Zu groß ist der Datenwust. Von der leidvollen Recherche im Internet erzählt uns nun unsere Cyberlady Frau Tingelmeier. Hallo, liebe Internetfreunde, da bin ich wieder.
Mit meinem Eberhard fuhr ich jahrelang zur See. Der wusste, wie man ein Schiff steuern muss. Heute denkt man bei Navigation meistens an Surfen im Internet. Gar nicht so einfach. Neulich habe ich die wasserfeste Windel für meine Enkeltochter gesucht, alles probiert und nichts gefunden. Da habe ich mir doch die alten Zeiten zurückgewünscht. Der Eberhard, der wusste immer, wie und wo er hinkommen konnte. Tschüss, Ihre Tingelmeier. Frau Fennemann, welche Art von Suchmaschinen gibt es denn und wie funktionieren sie? Also im Internet gibt es drei Arten von Suchmaschinen. Das eine ist der Katalog, der Internetkatalog, das zweite ist die Suchmaschine und das dritte ist die Metasuchmaschine. Für welche Anfrage eignet sich jetzt speziell jede dieser drei Arten von Suchmaschinen? Also die Kataloge eignen sich vor allem für generelle Anfragen, als auch um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen über ein Themengebiet, weil wir ja auch Kategorien haben, die ich mir anschauen kann. Eine Suchmaschine dagegen ist eher geeignet für Spezialbegriffe. Zum Beispiel Hämokritwert kommt aus der Medizin. Eine Metasuchmaschine wäre dann für noch speziellere Anfragen. Können Sie mir Tipps für Einsteiger geben? Wie sollen Sie eine Anfrage formulieren, damit Sie auch eine gute Trefferquote erlangen? Also generell arbeite ich im Internet mit den ganz normalen mathematischen Funktionen Plus und Minus. Also ich möchte nach Berlin, suche ein Hotel, also sollte ich eingeben Hotel plus Berlin, weil mir dann alle Seiten gegeben werden, auf denen das Wort Hotel und Berlin vorkommen. Wenn ich dagegen Eigennamen suche, aktuell Boris Becker, dann sollte ich dies in Anführungsstrichen setzen, weil mir dann eben nur diese Wortkombination Boris Becker gesucht wird und nicht Boris und Becker, wo ich dann zum Beispiel auch Seiten mit Boris Jelzin bekomme. Über eine eigene Suchmaschine verfügt unsere ZDF-Webshop-Etage 2 noch nicht. Diese Aufgabe erfüllen Anna, Christine, Josch, Zander und Enno von ganz alleine. Gerne tauschen Sie die Fundstückchen aus der Cyberwelt untereinander aus und auf Ihren privaten Homepages findet sich thematisch geordnet ein ganzer Katalog Ihrer Lieblingslinks. Um das Richtige zu finden, genügt manchmal aber auch ein ganz gewöhnliches Gespräch, beispielsweise mit Zander, dem Experten für Frauenfragen. Aber jetzt hilf mir mal, was macht eine Frau für einen intellektuellen, vom Erfolg verwöhnten Lebemann attraktiv? Gut, dass du damit zu mir gekommen bist. Also pass auf, sie sollte ihre Beine betonen. Hohe Absätze, einen kurzen Rock und Strapse. Und langes Haar offen tragen. Das reizt zum Hineingreifen und Wühlen. Und die obersten beiden Knöpfe immer offen lassen, mindestens. Und natürlich ein Wonderbra. Das macht Appetit. Okay, war's das? Mhm. Gut. Steffi, hast du? Ja, also flache Schuhe, Jeans, Rollkragenpulli. Mhm. Nee, die Haare auf jeden Fall hochstecken. Ja, genau, auf den Rest stehen nur die Versager. Danke. Steffi, wir telefonieren dann in einer Stunde nochmal, okay? Na, das wird schon klappen. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Arbeitsalltag unserer 5 Startup-Agenten, dann loggen Sie sich doch mal ein unter www.etage2.de. Mein ganz persönlicher Surftipp, schauen Sie auf Joschs privater Homepage Undertech nach. Da können Sie Ihren eigenen Etage 2 Fotoroman zusammenbasteln. Kommenden Montag beschäftigen wir uns mit den Gefahren im Netz. Die rechtsextremistischen Seiten, ihre Zahl nimmt immer noch zu. Wir stellen eine Organisation vor, die sich dagegen engagiert. Vielleicht sehen wir uns am kommenden Montag. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.